Jo, da sind wir wieder bei Lego Insel 2. Und zwar sollten wir zuletzt, also beziehungsweise haben wir zuletzt diese bunten Steinbotter gejagt und vernichtet. Ja. Und jetzt sollten wir dem Informaniac bei einem Steinbrecher, nee, Steinbotter-Problem helfen. Und dafür sollen wir in dieses Informaniac-Haus gehen, was wir jetzt auch tun werden. Ja. Wenn du die Tasten drückst, kannst du die lästigen Steinbotter. So, und da sind wir auch zum ersten Minispiel. Und zwar, du mich nicht erwischt. Stopp die Steinbotter, aber pass auf, dass du mich nicht erwischt. Ja, das ist bestimmt das Minispiel oder der Minispielname. Ja gut, das ist sowas wie hau den Maulwurf. Und zwar müssen wir einfach mit den Pfeiltasten, beziehungsweise bei mir jetzt wieder ist D, Steinbotter hauen. Und dürfen nicht den Informaniac treffen. Oder, ja. Der warum auch immer auch in dieser Teufelsmaschine gefangen ist. Weg mit dir! Ich weiß auch gar nicht jetzt, was man hierbei so cool kommentieren soll. Ich meine, ich kann jetzt sagen, ich hau den linken, ich hau den unteren. Und jetzt hau ich sogar den rechten. Und jetzt den oberen. Oh. Und jetzt wieder den unteren. Das ist ja so spannend und so schwer. Vor allem, weil das bestimmt auch für meine Altersgruppe gedacht ist, das Spiel. Oh Gott, ist das simpel. Pau, 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 pau. Ich hau euch alle tot. Hau euch alle tot. Ja, 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 ja. Und dann seid ihr noch nur noch. Keine Ahnung. Ja, gut. Ich weiß nicht, was ich auf Brot reife. Vielleicht Brot, aber. Weg mit dir! Aus Steinbotter. Kann man ja kein schlechtes Brot machen. Weg mit dir! Ja, weg mit dir. Weg mit dir. Genau, es macht immer nur einer. Ich will gar nicht wissen, was sie sich da, was sie da überhaupt in dieser Maschine drin machen. Muss ja ganz schön geräumig sein, das Ding. Wenn da 46, 47 Botter reinpassen. Ja, cool. Spitzenleistung. Yo, ich hab die mächtig vermöbelt. Dann geht's weiter. 0001110000. Notruf von der Castle-Insel. Dringend. Der Steinbrecher hat die Brücke zerstört. Schlechte Nachricht. Der Steinbrecher hat die Lego-Insel verlassen. Die gute Nachricht ist, wir wissen jetzt, wo er steckt. Er ist auf der Castle-Insel. Wen schnappen wir uns? Ich krieg noch Geld von ihm für die Pizza. Er hat die Brücke zwischen den beiden Burgen eingerissen und nun können die Burgbewohner gar nicht mehr gegeneinander kämpfen. Das ist ja grauenhaft. So ist es. Jemand muss zum Rescue-Hauptquartier gehen, ein Boot besorgen, schnell zur Castle-Insel flitzen und noch schneller die Brücke reparieren. Ich hätte gerade 5 Minuten Zeit. Dann auf ins Rescue-Hauptquartier. Okay. Also. Wir müssen jetzt zur Castle-Insel. Weil der Steinbrecher dort eine Brücke zerstört hat und wir wollen natürlich unser Geld für die Pizza wieder haben. Ist ja selbstverständlich. Ich meine, der hat die ganze Insel hier. Ja, hat alle Gebäude auf der Insel hier entfernt. Aber wir wollen nur das Geld. Die Gebäude wollen wir nicht oder diese Konstruktopedia-Seiten, sondern nur Geld. Ich war Erster. Warst du nicht? War ich doch. Warst du doch nicht? War ich eben doch, Edge. Also, nun brauchst du ein Boot. Besorg dir ein Boot und fahr zur Castle-Insel, wo rüstige Ritter in mittelalterlichen Mauern leben. Und Bürger und Brücken deiner Hilfe harren. Cool! Cool! Vor allem, das ist echt voll die grausame Mission. Ich meine, wir fahren jetzt zu dieser Insel, reparieren eine Brücke, damit die Bewohner sich wieder gegenseitig bekriegen können. Ich meine, was ist das? Wir sind ja voll die Kriegstreiber. Wir wollen daraus unsere eigenen finanziellen Interessen durchsetzen, vermutlich. Indem wir unser Geld für die Pizza wieder kriegen. Und wo müssen wir hin? Ah, da. Auf durch dieses überhaupt nicht gruselig aussehende Portal.
was sich sogar mitdreht. Oh. Fahren wir mal rückwärts rein. So, da sind wir jetzt auf der Castle-Insel. Und da ist vermutlich auch die kaputte Brücke, weshalb alle Leute so traurig sind. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hier? Ah. Jawohl. Huscha! Huscha! Oh, wundersamer Ritter in noch wundersamerer Rüstung. Sag, bist du gekommen, die Brücke zu richten? Sie ist zerstört und wir können nicht schwimmen. Bitte hilf uns, unsere Brücke zu reparieren. Deshalb bin ich hier, alter Haudegenmann. Ich bin Legomeister und Brückenrestaurator. Und noch nebenbei Pizzaschlepper. Aber diese Dialoge sind einfach so unglaublich göttlich, genau. Göttlich. So, jetzt habe ich's. Ich fange auch schon an zu lispeln, wie dieser eine Ritter hier. Denn ich in meiner wundersamen Rüstung muss die Brücke reparieren. Na gut, dann gehe ich einfach mal zur Brücke. Du musst hinuntertauchen, die Brückensteine aufsammeln und dabei allen Hindernissen ausweichen. Da unten sollte auch irgendwo eine Seite liegen. Du musst so lange bleiben, bis du sie gefunden hast. Ja gut, da sind wir schon beim nächsten Minispiel. Und zwar tauchen wir. Ich fand dieses Minispiel, glaube ich, früher so extrem schwierig, weil die Steuerung auch so komplett bescheuert ist eigentlich. Beziehungsweise ich habe es komplett bescheuert in Erinnerung. Oh ne. Ja. Gut, da war ich natürlich schon wieder der Beste jetzt gerade. So. Der erste Stein wäre geschafft. Total realistisch den ersten Stein angebracht. Oh, war da hier. Hier in der Muschel ist auch noch einer. Aber erstmal sollte ich vielleicht noch ganz unten einfach die unteren Sachen holen. Boah, ich kann das Spiel einfach noch. Die Stelle kenne ich sogar noch fast auswendig. Wie man natürlich auch gerade sieht. Ich darf auf alle Fälle nicht gegen die Rochen kommen. Weil man ansonsten einen Elektroschock abbekommt. Und gegen den Anker sollte man eventuell auch nicht. Scheiße. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein. Nein. Gott, ich kann gar nicht einschätzen gerade, ob der Rochen einfach so klein ist oder weit weg ist. Ja, und in der Muschel ist auf alle Fälle ein Stein. Hälfte hast du hinter. Aus könnte die Brücke schon überqueren. Ja. 2 von 3 Steinen ist genau die Hälfte. Das hast du gut gerechnet. Hast du gut gerechnet, Infomaniac. Du bist der Schlauste. Oh nein, 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 nein. Oh, ja. So was passiert, wenn man die Rochen berührt. Aber ich habe keine Ahnung. Ja. Mit dem Kopf die Kugel noch aufgefangen. Ich habe aber keine Ahnung, inwiefern die Sauerstoffanzeige leer geht. Ob die irgendwie auf Zeit leer geht oder wenn ich so geschockt werde oder halt von irgendwas getroffen werde. Da bin ich nicht so ganz sicher. So. Das ist anscheinend schon der unterste Stein. Ich verstehe aber gerade gar nicht, wie ich als kleines Kind heute schon Kiel geholt worden. Hatte von Kiel geholt worden. Oh nein. Ja, danke Anker, dass mein Stein gerettet. Und er trägt jetzt deinen Namen. Jetzt Ankerstein. Da war eine Kette, komme ich nicht vorbei. Was ich gerade eben sagen wollte, genau. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich das früher so schwierig fand. Ich meine, ich schaff's ja gerade hier. First try, ja. Heute schon Kiel geholt worden. Ich wurde noch nicht Kiel geholt. Würde ich auch nur ungern. So, ich werde halt so eine Person, die nicht gern Kiel geholt wird. Finde ich einfach nicht so toll, keine Ahnung. Vielleicht finden es manche Leute toll, aber ich nicht. So, ja gut.
würde sagen, das Spiel haben wir dann auch schon fast geschafft. Und dann noch das letzte Stein aus der Muschel. Ich glaube, da warten wir lieber noch mal, bis sie zu und aufgeht. Hä? Hä? Hallo? Oh nee! Hä? Cool. Gut, sehr gut, Muschel. Du bist einfach die Beste. Ja, oh, aber... Du bist wirklich allem gekonnt ausgewichen. Der Kanone, den Haien, dem Oktopus und den Piraten. Erstaunlich! Ja, und ich wurde überhaupt nicht von irgendwas getroffen. Deswegen habe ich natürlich auch die Goldmedaille bekommen hier. Scheint ja jetzt nicht so schwierig gewesen zu sein. Unser aller Dank ist dein, mein Freund. Nun, da die Brücke steht, können wir wieder mit unseren Nachbarn kämpfen. Ich rufe Pepper. Pepper, bitte kommen. Wir haben noch eine Seite gefunden. Im Ernst? Sie ist in der Burg der Bullen. Sie haben sie am Fahnenmast hochgezogen. Beeil dich, du musst zum Fahnenmast der Bullenburg. Na dann, gehen wir mal zu dem Fahnenmast. Was mich wundert, ist einfach, dass sie sich die ganze Zeit wieder freuen zu kämpfen. Ich meine, beide Seiten total am Jubeln. Ja, endlich können wir sie wieder abschlachten. Vor allem auf extrem grausame Art. Ich meine, diese Gewalt ist eigentlich... Ich find's eigentlich krass, wie hier in diesem Spiel Gewalt verherrlicht wird. Und das durften anscheinend kleine Kinder spielen. Ich bin eigentlich entsetzt. Irgendwie. Aber irgendwie auch nicht. Also gehen wir mal zur Burg. Halt! Wer da? Ich meine, hier. Ist hier jemand? Ich meine, wer bist du? Peppermann. Sir. Mein Name ist Pepper. Und ich bin hier, um die Seite zu holen, die da oben am Fahnenmast baumelt. Ist echt wichtig für die Leute von dort, wo ich herkomme. Kann ich sie haben? Heiliges Kanonenrohr, was für ein drolliger Bube. Wir brauchen aber eine Fahne, die im Wind knattert. Und unsere echte Fahne wurde gestohlen von diesen... Löwen. Wie wär's denn, wenn ich eure Fahne zurückbrächte? Könnte ich dann die Seite haben? Nicht schlecht gedacht, Bube. Hört, hört. Dann werde ich genau das tun. Ich gehe jetzt zur Löwenburg. Du brauchst natürlich ein Pferd. Wir können dir eins borgen. Pepperoni auf dem Pony. Voll krass. Boah, im Deutschen kommt einfach der Witz überhaupt nicht gut rüber. Pepperoni auf einem Pony. Oh, was für ein schöner Reim. Wäre viel lustiger gewesen, wenn Pepperoni auf dem Pony. Das ist aber wirklich lustiger gewesen. Vor allem, ich glaube, hier ist einfach in der halt Originalsprache Englisch kommen halt viel mehr so, ja, halt, Wortwitze. Freund oder Feind der Löwen? Gut Freund mit allen Tieren. Mein Name ist Pepper und ich bin gekommen, um die Fahne des Bullen zurückzufordern. Vortrefflich. Der Burgherr wird entzückt sein. Seit langem schon sucht er einen neuen Hofnarren. Was kann ich tun, um die Fahne zu bekommen? Sieh mal. Die Bullen haben etwas, das ich brauche. Und wenn ich ihnen die Fahne zurückbringe, sind sie mir was schuldig. Warte hier. Wir haben über dein Dilemma beraten. Wir werden dich auf die Probe stellen. Wenn du den dunklen Ritter der Bullen im Turnierkampf besiegst, ist die Fahne dein. Tja, keine Ahnung, wie so ein Turnier läuft, aber hört sich interessant an. Bin für jede Schandtat zu haben. Pepper. Okay. Jetzt sind wir auf alle Fälle gewappnet. Jetzt hier mit denen reden? Grässliches Ding, diese Bullenfahne. Ich glaube, ich bin froh, wenn wir sie los sind. Warum gebt ihr mir sie dann nicht einfach so? Ich meine, warum haben die Wachen mehr zu sagen als die Königin? Also ich meine... Ach,
egal. Den dunklen Ritter hat noch nie jemand im Turnier besiegt. Oh nein! Na dann, wohin muss ich? Ach, vielleicht zum dunklen Ritter. Wenn ich jetzt nicht überall hängen bleiben würde. Ich fordere dich, den dunklen Ritter der Bullen, zu einem Turnier heraus. Herausforderung angenommen, du Zwerg. Hey, Moment mal. Ich bin genauso groß wie du, du Angeber. Aber Peppa, du hast in die falsche Richtung geguckt. Du Dummerchen. Du musst besser zielen als der dunkle Ritter, wenn du das Turnier gewinnen willst. So, da sind wir schon beim nächsten Minispiel. Ist jetzt das dritte? Ja, das dritte müsste es sein. Auf alle Fälle, ja, gut, was für ein krasser Hinweis. Okay, gut, dann, ich glaube, oh ne, ja, gut, versuche ich's mal. Ich glaube, da habe ich irgendwas mit der Steuerung überschneidet sich gerade bei mir. Ich meine, ja. Muss ich auf alle Fälle mal was umstellen noch. Glaube ich. Kann das sein? Ja, ansonsten mache ich mal hier. Mit den Pfeiltasten. Also mit der Originalbelegung sozusagen. Nämlich, ich glaube. Nee. Ach. Ja, gut. Hätte ich das genauso gut sein lassen können. Nämlich, das mit dem Kraftaufbauen ist ja vor dem Loslaufen. Aber ich dödel. Hab's einfach falsch gedacht. Ja. So. Los geht's. Och Gott. Oh, Hilfe. Oh, nee. Ach Gott, das reicht schon. Hey, Herr Ritter. Alles okay? Wow. Wow. Das war jetzt schwierig. Gut. Nochmal. Okay. Hilfe, ey. Mächtigen Schlag. So, nochmal Hilfe, ey. Das ist einfach reines Tastengehämmer. Oh Gott. Junge, yay. Ich trage eine los. Hallo! Wie kriegen die das nur gebacken, dauernd so zu reden? Ich weiß es nicht, wie die das so gebacken kriegen. Aber funktioniert anscheinend. So. Ja gut, das war dann unser jetzt schon drittes Minispiel. Sogar alle drei in Gold bisher, ja. Und ich würde sagen, dann mache ich jetzt hier wieder einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Yay!